Wir sind in der Seniorenresidenz mitten in Bocholt. Helen Brockmann kommt regelmäßig hierher und kümmert sich um ältere Menschen. Vielen geht es nicht mehr so gut wie ihr. Dabei erblickte die Rentnerin selbst bereits vor über 85 Jahren das Licht der Welt. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, aber ich hatte ganz wunderbare, herrliche Eltern, die uns in jeder Hinsicht unterstützt haben, obwohl sowohl bei der Bildung als auch beim Sport und eben für das Leben überhaupt. Und ich glaube, das war ein Grundstock, den die mir mitgegeben haben, von dem ich heute noch zehren kann. Helen Brockmann treibt regelmäßig Sport, hält sich geistig fit und auf Falten oder graue Haare, so sagt die 85-Jährige, achte sie nicht. Schließlich würden diese ihr Leben widerspiegeln. Ich brauche mich deshalb nicht zu schämen oder ich nehme darauf keine Rücksicht. Ich verhalte mich einfach von Tag zu Tag genauso, heute so wie gestern. Was also heißt schon alt sein? Die Volkshochschule Bocholt Rede Isselburg hat einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen, der genau dieses Thema in den Fokus rückt. Das Alter soll unter den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet werden. Schönheit, Wissen, Charme, aber auch Schmerz, Gebrechlichkeit oder Einsamkeit zählen dazu. Also wir wollen im Grunde das Denken der Menschen aufweichen. Ich meine, verändern wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber es wäre schon toll, wenn man einfach als jüngerer Mensch, ohne in einem Pflegeberuf zu arbeiten, einfach mal den Blick ändert, weg von Verfall, weg von ich kann nicht mehr oder ich bin allein oder sowas, sondern einfach dahin kommt, ein schönes Bild vom Alter zu bekommen, dass alles ein bisschen aufweicht, sein eigenes Bild vom Altern und dass man da vielleicht sein eigenes Denken aufweicht und dazu kommt, da liebevoller drauf zu gucken. Herbert Kellermann leitet Fotokurse bei der Volkshochschule. Er sagt, es werden viel zu selten ältere Menschen porträtiert. Seiner Gruppe zeigt er darum hier in der Seniorenresidenz in Bocholt, wie gefühlvolle Bilder von Senioren entstehen. Ganz wichtig, Natürlichkeit und Nähe. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen eben diese Situation einfach herbeizuführen und dann sich zu überwinden und zu sagen, ich gehe einfach näher ran. Und dazu sind ja solche Kurse wie dieser hier wirklich hervorragend, wo man auch sagt, die Leute wissen, dass sie fotografiert werden und setzen kein Fotografiergesicht mehr auf, sondern benehmen sich so, wie sie sich normalerweise benehmen würden. Und derjenige, der fotografieren möchte, darf auch näher rangehen und die Leute wirklich aus der Nähe porträtieren. In der Seniorengruppe wird deutlich, wie facettenreich das Alter ist. Helen Brockmann gehört zu den Junggebliebenen. Die 85-Jährige hat noch einiges vor. Meine Ziele, ja, ich habe Ziele. Ich möchte weiterhin aktiv sein. Ich möchte geistig und körperlich noch recht lange fit sein. Und und ich verhalte mich eigentlich so, wie ich mich in meiner Jugend auch verhalten habe. Ich lese gerne, ich lerne gerne, immer noch. Und das werde ich auch weiterhin tun. Damit sind wir wieder bei der Frage, was heißt schon alt sein? Wer das mit seinem speziellen Foto beantworten möchte, kann sich noch bis Ende Mai am Wettbewerb der Volkshochschule beteiligen.